Willkommen zurück zu einer neuen Folge WoW Classic, aber diesmal wird es die erste Folge sein, wo wir es anders nennen, nämlich WoW Kata Classic. Der Pre-Patch hat angefangen, wir sind hier am 1. Mai und ich bin gespannt, ob wir schon reinkommen, weil hier steht noch bis um 11 Uhr planmäßige Wartungsarbeiten. Wir sehen es mal, wenn wir uns jetzt hier einloggen wollen, was passieren wird. Vielleicht kommt ja erstmal das Intro. Dann schauen wir uns das nochmal an zu Kataklysm. So sieht's aus. Aber ich habe keinen Ton, ne? Das ist nicht gut. Ja, Ton ist deaktiviert. Den kriege ich auch jetzt nicht aktiviert. Naja, macht nichts. Das Intro kennt ihr ja. Wir haben jetzt unseren neuen Startbildschirm hier mit Deathwing. Und es sieht nicht danach aus, als wäre hier irgendwas auswählbar. Nee, es stürzt auch gleich wieder ab. Ah ne, es dauert ein bisschen. Ja, trotzdem laden. Ja. Add-ons ist natürlich jetzt immer wieder so die Sache, weil die am ersten Tag nie funktionieren. Die müssen erst wieder nachgezogen werden. Das Spiel hat erstmal diverse Probleme, hier irgendwas zu laden. Aber es scheint da zu sein. Ihr seht, mein DK mit Biss-Equip aus ICC, Shadowmourne, die legendäre Waffe, die wir uns in den letzten Folgen noch geholt haben. Das Einzige, was quasi fehlt, was aber von der Optik her auch nicht passen würde, sind noch die Stiefel von Halion. Das ist das Einzige, was hier Item-Level-technisch nochmal etwas nach oben gehen kann. Ansonsten ist das hier komplett bis Equip ICC. Wir gehen mal rein. Es scheint schon zu funktionieren. Und ihr seht auch den neuen Ladebildschirm hier mit Bolvar als Lich King. Für jetzt eben Nordend. Und ich bin mal gespannt, was es jetzt alles an Neuigkeiten gibt. Also man kann schon spielen. Ihr könnt euch schon einloggen, obwohl ihr das Video ja sowieso erst am 2. Mai sehen werdet, wenn ich es hochlade. Wir wollen jetzt uns gleich mal anschauen, was gibt es an Neuigkeiten, wie wird unser Interface komplett zerstört sein, weil keine Add-ons mehr funktionieren. Vielleicht können wir dann im Laufe des Tages da noch was reparieren. Aber vor allen Dingen wollen wir uns die Neuigkeiten jetzt ansehen, die mit Cataclysm eingeführt werden. Es dauert erstmal noch. Geduld, Geduld. Ja, der Pre-Patch heißt, wir können jetzt noch nicht auf Level 85 hochleveln und auch die neuen Gebiete dürften, glaube ich, noch nicht drin sein. Auch die gesamte Änderung der Spielewelt müsste noch nicht vorhanden sein. Aber ein paar Features dürften da schon da sein. Okay, Talente wurden zurückgesetzt. Ah, und da sind wir schon mal rausgeflogen. Fängt schon mal gut an. Eieiei. Ja, wahrscheinlich die Wartungsarbeiten und so weiter. Würde mich nicht wundern, wenn sie uns jetzt komplett gleich rausschmeißen. Aber dann sollen sie es halt auch noch nicht ermöglichen, sich einzuloggen, wenn es noch nicht stabil läuft.
So, wir probieren es nochmal. Okay, jetzt scheint es zumindest mal so zu gehen, dass wir hier irgendwas sehen. Ah ja, die Add-ons. Okay, die Karte sehen wir schon mal. Und ihr seht auch hier schon die neuen Gebiete. Hier Washir zum Beispiel. Wir haben das Schattenhochland. Das sind auch schon andere Rare Mobs. Wir haben als neues Gebiet die Ruinen von Gilneas als Stadtgebiet von den Worgen. Wir haben. Was haben wir hier noch? Wie sieht der Loch Modan aus? Laut Karte ist er nämlich schon hier komplett zerstört und jetzt anders. Wir werden das dann gleich mal uns zur Gemüte führen. Wenn wir dann nach Kalimdor schauen, gibt es hier Hyal. Wir haben hier auch diese Veränderung an der Dunkelküste. Hier unten Uldum. 1000 Nadeln auch sehr stark verändert, ne, von der Wüste jetzt komplett überschwemmt worden. Wir haben. Das müssten es eigentlich gewesen sein, ne? Also Stadtgebiete Hyal und Washir. Jetzt werden auch schon die Quests von Questi angezeigt. Und hier sehr viele neue Quests. In Nordend auch. Ja, Washir, Hyal. Dann geht es rum zu Uldum. Am Ende Schattenhochlande. Und hier haben wir jetzt auch Zul'Gurub als Questgebiet. Leider konnte ich den Drachen, den Tiger nicht mehr bekommen. Das war ein bisschen schade. Schlingdorntal ist jetzt in zwei Sachen unterteilt worden. Das werden wir uns auch in Ruhe noch anschauen. Also hier gibt es einiges zu begutachten. So. Unser Dings funktioniert noch gar nicht. Der Schlüsselmeister. Okay. So, was wir machen werden. Ihr seht hier meine Leiste mit meinen ganzen schönen Angriffen sind auch erstmal leer. Wie sieht es im Questlog aus? Da ist es leer. Dann haben wir hier einen Gilden. Blizzard-Gruppen. Okay. Der Chat, Mitglieder, Boni, Info. Ah ja. Hier haben wir Gildenboni, die können wir uns dann auch in Ruhe nochmal anschauen. Wir fangen erstmal ganz vorn an, bevor wir hier irgendwas uns zur Gemüte führen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal, dass wir hier auch vom Charakter was sehen, muss ich höchstwahrscheinlich bei den Addons erstmal mein Z-Pearl ausschalten, weil das derzeit noch gar nicht funktioniert. Mal sehen, ob wir es irgendwann updaten können im Laufe des Tages. Das hatte jetzt die größten Schwierigkeiten hervorgebracht. Jetzt haben wir erstmal das Standard hier oben mit drin. Okay, macht nichts. Unser Charakterfenster sieht jetzt so aus. Ihr habt jetzt hier nur allgemeine und Attribute. Und mehr erstmal nicht. Es sind noch Haufen Errors mit drin. Porn funktioniert auch noch. Aber ich sehe zum Beispiel keinerlei Crit-Werte oder sonst irgendwas. Was es jetzt auch gibt, ihr seht, wir haben keinerlei Verteidigungswertung mehr auf unserer Ausrüstung. Rüstungsdurchschlag ist auch weg. Das ist jetzt meist zu Tempo umgewandelt worden.
Ja, Verteidigungswertung ist weg und es kommt ein neuer Stat hinzu, der nennt sich Meisterschaft. Der hat spezielle Eigenschaften für jeden Charakter. Ruf hat sich noch nichts verändert und bei den Abzeichen wurden mir jetzt hier meine schönen Embleme des Triumphes und Frostes, was ich hier alles gesammelt hat, in Gerechtigkeitspunkte umgewandelt. Da bin ich schon auf dem Maximum. Die ganzen Ehrenpunkte wurden umgewandelt, die ich noch gesammelt hatte. Das sind die Symbole, die geblieben sind. Das heißt, wir können. Kann ich das jetzt nicht hier. Ah, mit Linksklick. Als unbenutzt hier reinschreiben, weil die wird es jetzt nicht mehr geben. Geißelsteine bleiben weiterhin, aber die sind für uns erstmal uninteressant geworden. Ja, hat sich das quasi auch etwas ausgedünnt. Auch die Ehrenabzeichen 1000 Winter sind alle umgewandelt worden. Mal sehen, was wir dann in der Post gleich bekommen. So, was haben wir jetzt hier? Ein Schlüssel. Ah ja, unsere Schlüssel, die wir jetzt hier. Was ist denn das hier für eine Verschiebung? Es gibt jetzt nur noch ein paar Schlüssel, die wir hier zur Verfügung haben. Was ist das hier? Die ganzen BC-HC-Schlüssel. Todesschmiede und Schlüssel Astraleums. Die haben sie uns quasi gelassen. Und der Rest wurde so gemacht, dass man eine Entschädigung bekommen hat. Emblem der Eroberung gibt 99 Gold. Hatten wir so wenig. Ja, damit habt ihr jetzt wesentlich weniger Schlüssel im Inventar und daraus kann einfach so betreten werden. Abzeichen der Gerechtigkeit gab es hier 800 Gold. Okay. Was ist das? Gerechtigkeitspunkte. 47 Silber je Punkt. Da hatten wir auch eine ganze Menge. Das ist das Bier des Monats. Das können wir uns gleich mal gönnen. So. Und hier gab es Währungsumwandlung, Gerechtigkeit. Waren das unsere Frostembleme? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen Gold. Ja, haben wir doch wieder ein bisschen was zusammengesammelt. Okay. So. Das heißt, wir haben im Charakterfenster immer noch. Was ist denn das jetzt? Jetzt kann ich hier im Charakterfenster nicht mal mehr irgendwas aufmachen. Ein bisschen blöd derzeit. Na gut. Was haben wir bei den Fähigkeiten? Das haben wir schon. Effektdauer aller Zerr durch Gildenkessel um 50% erhöht, um 100% erhöht. Ah, das sind die Gildenerfolge, die gucken wir uns dann gleich mal noch an. Beidhändigkeit, Diplomatie, das ist alles noch da. Ehrenhafte Erwähnung, mehr Ehrenpunkte, okay. Okay, ertragreiche Taschen, Feilschen. Goldkosten bei Händlern, Gildenpost. Das sind alles hier Ruhestein 15 Minuten, alles Gildenerfolge, die wir jetzt schon automatisch haben, weil die Gilde ja schon einiges gemacht hat. Mobiles Banking, eine Gildentruhe für 5 Minuten mit einer Stunde Abklingzeit. Da können wir von jeder Stelle auf die Gildenbank zugreifen. Ah, und hier haben wir Plattenspezialisierung, Fluglizenz und Meisterschaft. Damit müssen wir hier noch einen Lehrer aufsuchen. Das werden wir dann gleich noch mitmachen. Das ist für Stufe 85, Simulacrum. Ihr seht, unser Hysteria ist weg. Das heißt, auch diese beiden werden dann verschwinden, die beiden Makros. Warum das siedende Blut raus ist hier, weiß ich noch nicht.
Das können wir erstmal wieder einziehen. Unseren Tod und Verfall haben wir den haben wir jetzt hier. Der kostet jetzt übrigens nur noch eine unheilige Rune. Den nehmen wir jetzt hier nochmal separat mit rein. Okay, wir haben Totenerweckung. Wir können jetzt Verbündete erwecken. Das kostet Runenmacht. Und der wird nicht mehr als Ghoul erweckt. Auch nicht schlecht. Unser Todesmantel, den nehmen wir noch mit rein. Was hatten wir hier eigentlich drin stehen? Ach ja, unsere Heilung. Gegebenenfalls kommt es dann alles nochmal wieder, wenn wir das Horn des Winters ist hier nicht mit drin. Wenn wir im Skillbaum uns gleich mal umschauen. Der Rest bleibt eigentlich fast alles so. Und hier kriegen wir auch nochmal Runenauffrischung. Runenwaffe verstärken. Ah ja, okay. Gut, wir gehen erstmal in die Talente. So, eine Spezialisierung wählen. Natürlich wollen wir Blut, weil Blut ist der Tankbaum jetzt als Definition. Und obwohl wir haben jetzt hier zwei Talente, wir machen das erstmal. Ah, jetzt haben wir das hier schon gewählt, ne? Ich kann es nochmal rücksetzen. Okay. Dann aktivieren wir erstmal den Baum als erste Spezialisierung. Das Makro funktioniert noch von der Wiegaucher, wenn wir keine Präsenz ausgewählt haben. Übrigens müssen wir jetzt die Blutpräsenz auswählen. Also immer die Präsenz an sich auswählen, was ihr hier geskillt habt. Das macht dann auch mittlerweile am meisten Sinn. Das heißt, Blutpräsenz gibt uns hier den höheren Rüstungswert, mehr weniger erlittenen Schaden, mehr Aggro und so weiter. Die Frostpräsenz gibt euch mehr Damage und bessere Runenmachterzeugung und die Unholy-Präsenz mehr Angriffstempo, Runenregeneration und Abklingzeitreduktion. So, wir gehen rein. Blutbaum. Wir müssen jetzt hier 36 Talentpunkte, die wurden ein bisschen zusammengestaucht, vergeben, bevor wir in einen der anderen Talentbäume reingehen können. So, wir haben, hier hat sich fast nichts geändert, aber weniger Schaden aus allen Quellen ist wichtig und pro Rüstungswert mehr Angriffskraft ist auch wichtig. Wir geben erstmal 2 Punkte hier rein. Das hier ist weniger sinnvoll, das ist, wenn er aus dem DD vielleicht noch was machen will. Abklingzeit Blutwandlung, das ist jetzt eine Minute. Das gehen wir auf 30 Sekunden runter. Chance Blutgeruch, direkten Schaden erzeugt nächster. Aha. Blutseuche belegt Gegner mit einem Blutungsfieber, das ihren verursachten körperlichen Schaden um 5% verringert. Das machen wir auf jeden Fall, weil wir wollen ja unsere Krankheiten oben halten und strangulieren wäre was für PvP. Damit können wir hier den Punkt noch mit reintun. Automatischen Angriffe für jede mehr Schaden. Schauen wir erstmal. Ist Knochenschild nehmen wir mit rein. Ich bin gespannt, wenn wir die erlernen. Wir können jederzeit Klassenausbilder zurückgesetzt werden. Aber wir können sie da auch hier zurücksetzen. Ne? Okay. Wenn wir sie dann erlernen, kriegen wir das Knochenschild direkt rein oder nicht. Das war ja vorher im Unholy-Baum. Jetzt kriegen wir das. Weniger Schaden und wir machen mehr Schaden. Rüstwert ist auch immer gut. Und die Stärke der Monstrosität als Gruppenbuff ist auch gut. Deswegen nehmen wir gleich hier 2 rein. Wir haben hier eisige Gegenwehr. Um zusätzlich 15%. Okay, dann kommen wir hier auf 50% Damage Reduction am Ende. Die Blutwürmer. Okay, was haben wir hier noch? Erhöht eure Runenregeneration, verringert den Blutpräsenz eurer kritischen Nahkampftreffer. Das ist unsere Crit-Immunität. Dann haben wir hier die Blutwürmer.
Die Runenheilung, die nehmen wir definitiv mit rein, weil wir wollen auch die Wille der Nekropole. Das hat sich auch nicht geändert, dass wir hier weniger Schaden bekommen, wenn wir kurz vorm Tod stehen. Und das Vampirblut wollen wir natürlich auch mit haben. Dann ein Deathstrike mit mehr Heilung. Das ist definitiv sinnvoll. Siedendes Blut. Wenn ihr ein Ziel, das bereits eine Blutseuche mit Nahkampf trifft, besteht eine Chance. Okay, das ist eher für AOE. Wie viel brauchen wir denn noch? Hier haben wir noch einen. Also die tanzende Runenwaffe ist jetzt mit einem Cooldown, weil sie eben uns nochmal 20% Parry gibt und als Aggro-Bürster auch nochmal dienen kann. Kostet allerdings Runenmacht. Wir müssen ja sowieso 31 Talentpunkte hier reingeben. So, was haben wir jetzt noch offen? Der Schlächter ist nicht so gut. Hier könnten wir mehr Runenmacht generieren. Strangulieren passt nicht. Was haben wir hier? Blutverkrusteten Stoß, Waffenschaden für jede eurer Krankheiten auf dem Ziel. Ich denke, das kann man mit reinnehmen. Also entweder den Stoß oder die Blutparasiten, bis er platzt und nahe Verbündete heilt. Okay. Also hier haben wir Variationen, ne? Das ist mehr AOE-Bild, das ist mehr Selbstheilung, das ist noch mehr Damage. Obwohl wir 10%, ja, das geht dann ein bisschen hoch. Wir nehmen erstmal die Blutparasiten mit und die Runenwaffe. Jetzt schalten sich auch die anderen hier frei. Dann hätten wir hier maximale Runenmacht, erhöhte Reichweite, eisige Berührung und Eisketten. Da haben wir jetzt 20 Meter. Und das ist Einhandwaffen, das werden wir eh nicht benutzen. Dann haben wir hier die Dauer von den Krankheiten. Das ist ja nicht schlecht. Krankheiten verursachter Schaden, Abklingzeit, Todesgriff, also von unserem Death Grip. Der hat jetzt 35 Sekunden, der normale Spot 8. Also ich würde die Dauer von den Krankheiten noch nehmen. Und die Frage ist, ob man jetzt hier die Runenmacht hereinnimmt, den Schaden von den Krankheiten, oder wir gehen jetzt doch noch hier auf den Schaden von siedendes Blut, aber der bringt uns im Single Target so gut wie nichts. Dann hätten wir noch die blutverkrustete Klinge. Wir könnten auch wieder die Parasiten rausnehmen, den Blutwurm. Und geben hier eher das in die rein. Das ist gar nicht so einfach, diese letzten zwei Punkte hier zu verteilen. Von den Krankheiten, den erhöhten Schaden oder die Stöße. Ja, da werden wir auf jeden Fall noch was optimieren müssen. Ich gebe jetzt erstmal das in, wenn die eh länger ticken, kann ich die auch hier noch mit reingeben. Ne? Machen das erstmal so, erlernen das und können das ja doch beim Lehrer dann wieder zurücksetzen. So, wir haben jetzt erstmal eine Skillung mit drin und wir haben die Teile direkt im Buch erlernt. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Runenheilung, die hatten wir ja vorher schon. Rache ist jetzt auch ein weites Thema. Je mehr wir Schaden bekommen, erhöht sich unsere Angriffskraft bis zu einem Maximum. Das ist interessant in Bezug auf in Bezug auf die Aggro. Pestilenz haben wir alles drin. Das Knochenschild ist jetzt wichtig. Wo hauen wir das am besten rein? Ja.
Da die beiden noch ausfallen, haben die eisige Gegenwehr. Das ist sowieso mit Makros versehen. Eine Minute, die Runenheilung. Pestilenz, hier kommt das siedende Blut. Wir gucken erstmal. Das kommt hier hin. So, wir haben immer noch den Blutstoß, aber der Herzstoß macht mehr Sinn. Das heißt, wir schreiben uns erstmal eine Makro, beziehungsweise hier haben wir es ja schon. Zack. Dann haben wir der Todespakt, der ist jetzt auch über nicht genügend Runen macht. Okay. Ich glaube, den kann ich jetzt auch in eine Makro packen, dass wir den hier beschwören. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Muss ich mal dann schauen. Todesstoß, Vampirblut, die Runenwaffe. Die können wir jetzt hier unten noch mit als CD reingeben. Strangulieren, das haben wir alles schon. Runenstoß, Horn des Winters brauchen wir noch. Kommen die Hysteria-Teile raus. Das ist alles schon drin. Death and Decay hier nochmal mit hin. Ausbruch wird es erst ab Stufe 81 geben. Okay. Damit kriegen wir nämlich beide Krankheiten gleichzeitig drauf. Dann haben wir hier irgendwas haben wir doch gelernt. Gerade eben noch, was ich jetzt hier noch nicht habe. Achso, das Knochenschild. Das Knochenschild, das sollte immer aktiv sein, deswegen kommt es hier hin. Das sind die beiden. Legen wir erstmal die hier an. Okay, mehr haben wir erstmal nicht, aber wir müssen ja sowieso noch zum Lehrer. Schwerender Stoß. Das ist natürlich auch interessant. Blut- und Frostrune. Frost- und Unheiligrune. Das ist aber, glaube ich, mehr wirklich für den Frostbaum gedacht. Okay, so, was verursacht jetzt hier die Arrows? Keine Ahnung. Okay. Das 6 Minuten weniger Damage. Alles klar. Dann werden wir uns jetzt erstmal. So, was haben wir denn hier alles? Waisenmatrone. Das hat die Kinderwoche hat noch gar nicht begonnen. Erstmal porten wir uns zurück in Richtung unserer Festung. So. Ah, Porn verursacht hier die Probleme, habe ich das Gefühl. Wir werden mal. Das ist ein bisschen weird hier auch. Werden mal Porn auch ausschalten. Zack. Mal sehen, ob das dazu führt, dass wir im Interface jetzt besser klarkommen. Ja, zumindest haben wir jetzt wieder die Stats, aber hier fehlt noch die Hälfte von den ganzen Sachen. Schauen wir mal.
Bei der Runenwaffe auffrischen gab es da andere Sachen. Runenwaffe, mehr Heilung, Stärke. Okay, und die vom Steinhaut-Gargoyle, mehr Rüstung und Ausdauer. Okay. So, unser Talente verlernen. So, jetzt haben wir hier den schwächenden Stoß. Der erhöht die Dauer von den Krankheiten und von Eisketten. Er hat das eher ein PvP-Talent. Runenauffrischung ist passiv. Da kriegen wir dann die Todesrunen. Runenstoß. Runenstoß ist der hier, ja. So, und jetzt haben wir hier die Plattenspezialisierung. Das heißt, wir kriegen 5% mehr von unserem Hauptattribut, wenn wir Platten haben. Aber warum geht denn das hier nicht? Das ist doch Mist. Und Meisterschaft. Wir haben Meisterschaft als möglichen Wert. Und bei uns steht hier jetzt leider nicht da, aber haben wir jetzt irgendwo. Der hat jetzt eine Bonusrüstung, heißt das jetzt, okay? Jetzt auf irgendeinem Teil Meisterschaft schon drauf. Ich glaube noch nicht, ne? Den wird es noch nicht geben. Meisterschaft macht beim Blutdekar ein Blutschild, was ihr aufbaut und das absorbiert körperlichen Schaden. Und das ist abhängig davon, wie viel ihr mit eurem Todesstoß heilt. Okay, dann haben wir das jetzt erstmal. Hier wird noch Ausbruch dazu kommen, deswegen ist hier jetzt noch ein Feld leer. Gut. Dann gehen wir erstmal wieder zurück nach Dalaran. Wir haben jetzt 15 Minuten nur Ruhestein. Das Video wird definitiv länger, weil wir uns jetzt erstmal alles ansehen wollen, bevor es dann richtig losgeht hier mit irgendwas farmen und so weiter. So, okay. Wir waren beim Zauberbuch, wir waren bei den Talenten. Ah, und ihr seht jetzt auch schon, bei den Talenten hat sich ja jetzt auch noch mal was sich verändert, nämlich die Glyphen. Wir haben jetzt hier kleine, mittlere und große Glyphen. Es gibt wieder, ach ja, es gibt wieder Löschpulver. Alle Glyphen, okay. Primär. Erheblich. Gut. Ah, erhöht die Bonusheilung, jedoch keine zusätzliche Gesundheit mehr. Ja, ich muss dann mir Löschpulver irgendwie organisieren. Erhöht die Dauer von Tod und Verfall, ist eine Primärglyphe. Frostfieber, mehr Schaden. Auslöschen, Froststoß, Geißelstoß, Herzstoß. Mehr Schaden, heulende Böe und Runenstoß. Jetzt brauche ich diese ganzen Glyphen wieder, weil ich die jetzt alle selber lernen muss, ne? Todesstoß. Deckung. Okay. Dann haben wir die Vampirblut. Antimagische Hülle ist ganz gut. Das werden wir nicht verwenden. Radius. Runenheilung. Säule des Frostes. Siedendes Blut. Ist auch der Radius. Tanzende Runenwaffe. Okay. Haben wir Blutwandlung, das ist immer noch in Ordnung. Die Zauberzeit, das braucht kein Schwein. Die Dauer. Okay,
Da werden wir uns definitiv hier einiges kaufen müssen. Dann haben wir hier unsere Erfolge. Eieiei. Da wurde aber einiges jetzt zurückgesetzt. Ein paar Erfolge haben wir jetzt gleich noch wieder bekommen. Wir haben jetzt wieder weniger als 1000 errungene Erfolge. Wir waren bei 1100. Das heißt, sie haben ja 100 Erfolge rausgelöscht. Wir haben ein bisschen was hier noch bekommen. Meisterhaftes Reiten und so weiter. Und hier wird es jetzt hier, was sind das? 100.000 Gold. Wieso stehen hier 100 Millionen? 100 Haustiere. Ah, diese scheiß Wappenröcke. Okay. Ja, das wird dann wieder ziemlich viel Aufgaben in sich vereinen. Wieso ist das hier eigentlich? Ich habe 1000 ja schon locker abgeschlossen. Wie viel habe ich denn tägliche Quests gemacht? Ich habe da mal irgendwann aufgehört. Hier tägliche Quest 4200. Warum steht dann hier der Erfolg noch nicht da? Keine Ahnung. Na gut, das werde ich mir dann alles in Ruhe ansehen, was es dann hier gibt. Das Wichtigste ist dann hier erstmal beim der Kinderwoche, sobald die verfügbar ist, das zweite Teil noch zu holen. Gildenerfolge. Steht auch noch nichts da, aber wir haben da bestimmt schon irgendwas erreicht von dem ganzen Zeugs. Weil wir haben ja schon Sachen freigeschalten. Naja, das wird wahrscheinlich dann alles mit der Zeit noch kommen. Okay. Das Questlog. Da haben wir jetzt hier auch direkt immer die Karte. So, die kommt dann morgen im Event. Make haste to Stormwind. Aha. Wieso haben wir jetzt hier eigentlich noch mehr Quests, die noch freigeschalten sind? Viele Dungeon Quests irgendwie werden hier noch mit angezeigt. Na gut. Ja, das hat sich hier umgeändert. Wir haben jetzt hier HTK und Gruppe beitreten oder gründen. Da bin ich mir jetzt noch nicht ganz so sicher, was das jetzt hier darstellt. Chat, Gildebenachrichtigungen. Das sind unsere Mitglieder. Okay. Die Boni. Hier haben wir die Boni. Wir haben jetzt hier den Ruhestein. Das haben wir ja schon herausgefunden. Erhabener Gildenwappenrock. Aber ich muss jetzt Ruf bei meiner eigenen Gilde wieder sammeln. Ja, und einige haben wir jetzt schon frei. Aufsitzen, auf Ex. Effektdauer, Stärke. Reittiertempo, Gildenpost. Okay. Und hier sind dann Gildenherausforderungen, was man alles macht. Jede Woche die Neuigkeiten, wer was bekommen hat. Also alles ein paar mehr Informationen. Und hier geht's zum Kalender. Okay. Dann haben wir hier unsere Sammlungen von Reittieren, Haustiere, die Spielzeuge, Erbstücke. Und das sind die Vorlagen zwecks Transmogrifizieren. Das könnt ihr jetzt auch euch stückweise hier antun. Mal sehen, welche Sets wir uns dann irgendwann zusammenstellen werden. Dann haben wir Suche nach Gruppe, ist immer noch das gleiche. Hier gibt es jetzt schon Kataklysmen. Aber halt noch deaktiviert, ist klar. Dungeon Compendium. Dann könnt ihr euch hier jetzt die Fähigkeiten sowohl von den Schlachtzügen als auch von den Dungeons anschauen. Ist natürlich alles nur Kataklysmen. Von den vorherigen Dungeons gibt es die nicht. Aber das sind so jetzt die neuen Innis und die neuen vier Schlachtzüge, die dann möglich sind. Und wenn ihr hier reingeht, könnt ihr euch dann auch
die Gegenstände direkt ansehen, welche hier droppen können. Das heißt, man braucht gegebenenfalls kein Atlas-Loot mehr. Wurde das schon abgegradet? Nein, natürlich noch nicht. Okay. Spielmenü, unter Kundensupport. Gut. Wir machen jetzt Folgendes und schauen einfach mal. Boah, das leckt ja hier noch rum. Schauen jetzt einfach mal bezüglich der Quests. Hier steht jetzt in so eine schöne Tafel: Heldenaufruf, Ruhestein des Helden. Zum goldenen Fass kann nur einmalig benutzt werden. Okay. Ja, nehmen wir das doch mal und gucken, was es so in Sturmwind gibt. Ruf bei der Fraktion Gilde hat sich verbessert. Das ist ja toll. Das heißt, mit jeder Quest werden wir den Ruf jetzt hier schnell hochbringen. Mal sehen, Archäologie müsste schon drin sein im Spiel. Das werden wir uns noch anschauen. Aber jetzt müssen wir erstmal uns hier die Storyline etwas zur Genüge führen. Die alte Welt hat sich wahrscheinlich jetzt schon komplett geändert. Zumindest so, wie es auf der Karte aussieht. Und wir werden es jetzt hier in Sturmwind auch gleich sehen. Ja, also der Brunnen, den gab es noch nicht. Ja, hier hat sich jetzt alles schon verändert. Das zweite Auktionshaus ist hier. Die zweite Bank ist hier, weil wir sind nämlich eigentlich im Zwergendistrikt. Hier hinten ist dann dieser Thron, wo wir unsere Errungenschaften hingeben können und wo die Portale zu den einzelnen Gefilden kommen. Dann haben wir ja noch ein weiteres Gebiet dann, was hier noch ist, das hatte ich vorhin vergessen, im Mahlstrom mit Tiefenhain und die PvP-Inseln, glaube ich, sind das. Genau. Ah, und stimmt, wir können. Warum kann ich das hier nicht verwenden? Ich muss erstmal zum Lehrer, ne? Was ist das für eine Quest? Waschier und Dings. Das wird aber noch nicht aktiv sein. Okay. Wo finde ich den Reitlehrer? Umschmieden, Transmog und Lehrenlager. Jetzt wird es interessant. So, aber ich will erstmal Lehrer, Greifenmeister. Ist das der Greifenmeister, zu dem ich hin muss? Der ist immer noch hier unten. Aber wo kann ich jetzt das Fliegen in der neuen Welt lernen? Das ist erstmal das Wichtigste. Fluglizenz. Sucht euren Lehrer auf. Stallmeister, Verkäuferin. Wo kriegen wir das Fliegen her? Wir gehen erstmal zum Greifenmeister. Vielleicht gibt der uns ja das Fliegen. Rüstmeister Sturmwind. Aha. Ja, das sieht fast danach aus. Fluglehrer, Fluglizenz 200 Gold, easy. So, damit ist der aktiv. Ja, das sieht doch schon mal nach was aus. So, dann können wir uns erstmal einen Überblick erschaffen, verschaffen, was Deathwing hier alles so kaputt gemacht hat. Die eine Statue ist hinüber. Die lesen sie hier unten gerade auf. Hier ist alles zerstört. So, dann reparieren. Hier hinten ist einiges kaputt. Der ganze Hafen ist zerstört worden. Und nächstes Gefängnis, ne?
ist größtenteils zerstört worden. Okay. Die Kinderwoche, ich glaube, die startet jetzt wirklich noch nicht. Nee, hier ist noch nichts zu holen. Was machen wir als nächstes? Genau, wir wollen uns jetzt das, was ist das? Portal nach Dalaran. Lol. Interessant. Wir wollen eine Wache befragen. Wo geht's denn hier zum Umschmieden zum Beispiel? Also die nächsten Steps uns anschauen. Umschmieden. Wo ist der? So, gehen wir doch mal direkt rein. Das ist noch richtig bescheuert, aber okay. Umschmieden. Der ist hier drin. Die drei Winde. Ah ja. Hier haben wir das Umschmieden. Hier haben wir das Transmogrifizieren. Da können wir nämlich unseren Helm reingeben und können dann gegen Gold was transmogrifizieren. Die legendären Waffen kann man nicht transmogrifizieren und man kann auch keine Waffen zu legendären Waffen transmogrifizieren. Ne? Derzeit gefällt mir aber unser Set noch, deswegen lassen wir es erstmal. Das Umschmieden. So, wie funktioniert das Umschmieden? Ihr habt hier eure Ausrüstung. Und könnt dann ein Teil reingeben, was wir mal sehen, ob wir irgendwas Sinnvolles finden. An sich derzeit noch nicht so richtig, ne? Ausweichen, parieren. Ja, wir könnten mal unsere Waffe, die kann man nämlich umschmieden. So, und dann seht ihr hier, man kann dann einen Sekundärwert auswählen. In dem Fall wähle ich jetzt mal Crit aus und schmiede den zum Beispiel in Meisterschaft oder Trefferwertung oder sonst was um. Kostet eine Stange Geld, aber damit habt ihr dann den einen Wert weniger und den anderen Wert mehr drauf. Ihr seht, es sieht aus wie eine Verzauberung. Dadurch könnt ihr Gegenstände, die jetzt nicht perfekt sind, schon mal ein bisschen anpassen und verbessern. Ja. Das kann man dann vor allen Dingen mit der neuen Ausrüstung machen. Okay. Also Transmogrifizieren haben wir gesehen. Was ist das Lernlager? Das ist auch gleich noch mit hier drin. Wo ist das überhaupt? Ich glaube, das ist hier. Oder ist das hier bei dem? Nee, bisher noch nicht. Wird noch nicht freigeschalten sein, schätze ich mal. Zumindest sehe ich es noch nicht. Okay. Wir wollen uns jetzt anschauen, Lehrer für einen Beruf, Archäologie in der Königlichen Bibliothek. Ja, das kann Sinn machen. Da oben. Also nichts wie hin. Das wird nämlich einer unserer meisten Tätigkeiten, die jetzt hier sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Auch das Schloss haben sie hier stark umgebaut, ne? Ein Schlosseingang. Ups. Hier dahinter der Raum ist jetzt nicht mehr. So, und dann gehen wir mal hier durch. Was nehmen wir denn für die Archäologie raus? Ich glaube, das Goblin-Raketenpaket brauchen wir nicht mehr. Naja, das sind die ganzen Bücher gewesen. Archäologie-Lehrer. So. Ermöglicht Archäologen bis zu einer maximalen Fähigkeit von. Okay. Archäologie haben wir gelernt. Ja. Wo ist sie denn? Ach,
Hier, Berufe. Neues Berufsfenster. So, das ist die Archäologie und hier müssen wir untersuchen. Das heißt, die Schaufel werden wir benötigen. Schaufel geben wir mal hier rein und das Archäologiesymbol geben wir so rein. So, die Schaufel brauchen wir dann, um Ausgrabungsstätten zu haben. Und wir können jetzt hier Artefakte finden. Das heißt, auf unserer Minimap müssten jetzt gleich Schaufeln auftauchen. Und mit denen können wir was ausgraben. Hier ist aber noch nichts vorhanden. Aber wir können das ja schon mal ausprobieren. Der Rest hat sich jetzt noch nicht weiter verändert. So. Eieiei. Briefsymbole, Runensteine. Da werde ich wahrscheinlich dann einiges bisschen ausblenden müssen. Kann ich das direkt hier ausblenden? Auf der Minimap? Bin ich mir nicht ganz sicher. Gebietskarte? Nee. Das sind die einzelnen Gebiete. Habe ich hier nicht die Möglichkeit? Kann ich hier nicht aufsteigen? Ja, sehr schön. Was sind das für ein Portal? Szenarios Abgesandte. Ah, da haben wir jetzt schon neue Fraktionen, Wächter des Hyal. Wahrscheinlich kommen wir hier direkt zu dem Gebiet, sobald es freigeschalten ist. Gut. Ja, keine Ahnung, wo das zu finden ist, aber wir haben jetzt hier zum Beispiel im Ödland die Möglichkeit, hier schon mal ein Gebiet anzufliegen. Das werden wir auch gleich machen. Ja, die Charakterinfo, die ist noch komplett buggy. Da werden wir hier noch gar nichts sehen. Wie sieht es eigentlich mit unserem Titel aus? Der ist noch da. Gut. Was passiert, wenn ich ins Schattenhochland fliege? Kommen da schon die Level 85 Monster? Können wir die Gebiete schon bereisen? Ich glaube noch nicht, ne? Wird bestimmt noch eine Mauer eingezogen sein. Aber schön, wie wir jetzt durch die alte oder über die alte Welt fliegen können. Und uns hier Zeit ersparen. Jetzt wollen wir direkt ins Ödland. Könnt das auch hier so klein machen, dann seht ihr das immer hier schön. Grabungsorte werden angezeigt. Questziele kann man auch noch mit anzeigen. Vielleicht wird Questi dann obsolet. Wir werden sehen. Aber was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass mir hier noch so viele Symbole angezeigt werden. Will da eigentlich so wenig wie möglich haben. Wir warten das Aufspüren. Gastwirt, Briefkasten. Ja, Ausgrabungsstätte beobachten ist wichtig. Fische reparieren, Gastwirt, Briefkasten. An sich sind die trotzdem alle sinnvoll. Vielleicht der Gastwirt kann noch weg. Das Reparieren weiß ich ja eigentlich auch, wo es ist. Fische und Briefkasten brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Okay. So, hier ist eine schöne Ebene. Und hier unten haben wir gleich unser erstes Gebiet, ne? Auf der Minimap seht ihr das hier auch. So. Ja, die Plates funktionieren auch noch nicht, aber das macht erstmal nichts. Die Viecher haben eh nichts zu melden gegen uns. So, und dann klickt ihr auf die Schaufel und seht jetzt hier,
ein Fernrohr mit einer Leuchte dran. Solange die Leuchte noch rot ist, seid ihr noch ziemlich weit von dem Artefakt entfernt. Jetzt wird sie langsam gelb. Das heißt, ihr kommt näher und müsst halt dann immer wieder auf Untersuchen drücken. Ist immer noch ein Stück entfernt, bis wir dann. Jetzt wird es schon grün und blinkt ziemlich heftig. Das heißt, es ist nicht mehr weit entfernt. Und hier haben wir jetzt dieses Artefakt. Damit haben wir jetzt unsere Fähigkeit auf 2 und haben 7 zwergische Artefakte. Und jetzt hat sich auch dieses Fenster hier freigeschalten. Wir haben jetzt nämlich die Möglichkeit, sobald wir 34 Zwergartefakte haben, uns einen Gegenstand herzustellen. Das wird immer random reingegeben, was es da alles gibt. Und hier sieht man dann noch eine Liste von den restaurierten Artefakten. Das heißt, wir stellen dann dieses Teil her und je nachdem, wie viele Artefakte benötigt werden, können da auch epische Sachen mit hergestellt werden. Und gerade die Anfangswaffen können hier Pre-Rate Biss sein. Das heißt, ihr habt hier schon ein bisschen was zu tun mit der Archäologie. Deswegen werden wir das jetzt hier auch intensiv quasi durchführen und schon mal hochleveln bis zu dem Zeitpunkt, an dem Cutter dann released wird. Was ist denn das jetzt hier? Oh, Stufe 85, den sollten wir vielleicht dann doch noch mal. Kommt sich ab. Das war ein NPC von der Horde. Ja, da müsst ihr jetzt auch aufpassen, weil sämtliche NPCs sind jetzt natürlich schon Level 85 und ihr halt noch nicht. Das kann dann unangenehm werden, weil die euch natürlich komplett critten und ihr kaum Damage macht und so weiter. Es ist zumindest nur 5 Level, da könnte man dann doch nochmal überleben, gerade mit gutem Equip. Ja, und ihr könnt mal sehen, wie häufig wir hier die Artefakte abbauen können. Das Fernrohr zeigt übrigens immer in die Richtung, wo das Artefakt dann zu finden ist. Wir konnten jetzt hier dreimal abbauen, haben insgesamt 19 von 34. Jetzt ist das Gebiet verschwunden und wir müssen uns das nächste Gebiet suchen. Das Gebiet wäre jetzt zum Beispiel hier unten in Rotkammgebirge. Ich hoffe, dass das auch zwergischen Ursprungs ist. Dann könnten wir in dieser Folge nämlich noch schon das erste Mal ein Artefakt hier herstellen. Und ihr seht, wir haben hier verschiedenste Gruppierungen, ne? Da haben wir dann Nachtelfen, wir haben Orks, wir haben Tauchen, wir haben aber auch die neuen Völker mit den Tolvir, heißen die, glaube ich, aus Uldum und so weiter. Das wird dann natürlich auch mit jedem Addon immer mehr erweitert. Oh, hier haben wir Schwarzfels. Mal sehen, was es da für Artefakte gibt. Wenn wir schon mal hier sind, können wir das auch noch bewerkstelligen. Das hat man hier aufgrund von der Karte gar nicht richtig gesehen. Außerdem sind die Symbole immer noch eingezeichnet. Deswegen kann ich sie auch hier wieder reinnehmen. Dann sehen wir es auch auf der Minimap. Ne, Reagenzien brauche ich nicht. Okay. Ja, was ich noch nicht ganz weiß bei der Archäologie ist jetzt, wenn jemand anderes in dem Gebiet auch sammelt, ob das dann von eurer Möglichkeit abgezogen wird, also ähnlich wie bei Erzen und so weiter. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist für jeden hier unique. Was glaube ich derzeit auch schon der Fall ist, ist, dass ihr für Kräutern und Erzen Erfahrungspunkte generiert. Das ist auch wieder zwergisch, sehr schön. Für Archäologie glaube ich nicht, dass es Erfahrungspunkte gibt. Aber es gibt auch wieder neue Flugpunkte.
die Flugzeiten jetzt stark verkürzen im Vergleich zum normalen WOTLK. Das heißt, deswegen seht ihr hier noch ein grünes Ausrufezeichen, weil ich den natürlich noch nicht entdeckt habe. Wo steht er eigentlich? Ah, hier. Okay. So, gleich eine neue Flugroute mitgenommen. Wie viel haben wir? 35. Das heißt, wenn wir das Gebiet hier fertig haben, schauen wir uns da gleich mal an, wie man hier einen Artefakt restauriert. So. Damit ist dieses Gebiet auch abgegrast und jetzt können wir hier dieses Artefakt restaurieren. Es gibt, glaube ich, auch eine maximal, genau, 200 Fragmente. Das heißt, ihr müsst die irgendwann ausgeben. Jetzt restaurieren wir dieses Artefakt. Ihr seht, als nächstes kommt entweder was anderes oder nochmal das gleiche. Das wird immer random ausgewürfelt und das Teil ist jetzt hier grau. Das heißt, das macht keinen großen Mehrwert. Das können wir einfach für Gold verkaufen. Aber wir sehen es hier, dass es restauriert wurde. Ja. Okay, ich hoffe, euch hat diese erste Folge in Cataclysm gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir uns weitere Sachen in Cata dann ansehen werden. Ich werde jetzt hier archäologisch mich durchwursteln. Direkt im Pre-Patch. Ich hoffe, dass dann die Add-ons in Kürze wieder funktionieren werden und dann werden wir uns sehen, sobald es neue Inhalte in Cataclysm oder neue interessante Inhalte geben wird. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.